diesen besagten Tage war Hotchi auf der Eurobike in Friedrichshafen. Gut gelaunt, erfolgreich und euphorisch kam er an. In Berlin traf Ricarda, es war komisch, seine Gefühle unentschlossen. Er wusste nicht, wohin der Weg sie führt, alles war offen. Doch in dieser Nacht wollten beide in den Club sich wiedersehen, tanzen, trinken und mal gucken. Und es lief nach Hotchis Plan, so circa um 4. Fragte er, wo willst du schlafen? Und sie sagte, also ab ins Taxi und dann zack, zack nach Hause. Mit freudigen Erwartungen und einem 10 und Licht von außen. Eines erachtet, der mit voller Kraft innerhalb weniger Millisekunden in die E-Klasse kracht. Die Fenster platzen, Alu biegt sich, Knochen knacken. Der Wichser aus dem Audi macht die Tür auf und haut ab. Und so endet nicht nur diese Nacht für ihn, weil er sein Leben verliert. Und noch am Unfallort wird er reanimiert. Christian Hoska reichte das UK Berlin. Ein Team aus Spezialisten verarzteten ihn. Er hat alles neu erlernt und sich an alles neu gewöhnt. Heute ist er stark wie ein Bär und ruft, das Leben ist schön. Er hat den Tod getroffen und sich mit dem versöhnt. Heute strahlt er wie die Sonne und ruft, das Leben ist schön. Er hat alles neu erlernt und sich an alles neu gewöhnt. Heute ist er stark wie ein Bär und ruft, das Leben ist schön. Er hat den Tod getroffen und sich mit dem versöhnt. Heute strahlt er wie die Sonne und ruft, das Leben ist schön. Umso verwunderlicher ist der Fakt, dass Hotchi diesen Personengroßschaden überlebt hat. Jedes einzelne Blatt in der Krankenakte zeugt von dem Riesenglück und dem Riesenunglück, das Hotchi dabei hatte. Er wachte aus dem Koma auf, konnte nicht klar sprechen, nicht stehen und nicht laufen, hat dir jegliche Erinnerung verloren, dafür Schmerzen hat man es schwer, die Situation schwerer, nie mehr rennen können am schwersten. Von da an hat er im Krankenhaus gelegen und da hab ich erschüttert seine Krankenakte gelesen. Dort stand als Überschrift in Großbuchstaben: Schädelhirntrauma zweiten Grades, spastische Hemiparese, Dance-Fraktur, dafür Hallofixateur, Polytrauma, Milzruptur, Lungenquetsch und Bronchoskopie, Tracheostoma, für künstliche Beatmung 3 Monate Koma, 3 Rippen und 1/3 des linken Lungenflügels einfach weggeschnitten. 3 Vierteljahr lang Reha, 10 OPs, 100% behindert, 12 Stunden jemand, der ihn pflegt. Er hat alles neu erlernt und sich an alles neu gewöhnt. Heute ist er stark wie ein Bär und ruft, das Leben ist schön. Er hat den Tod getroffen und sich mit dem versöhnt. Heute strahlt er wie die Sonne und ruft, das Leben ist schön. Er hat alles neu erlernt und sich an alles neu gewöhnt. Heute ist er stark wie ein Bär und ruft, das Leben ist schön. Er hat den Tod getroffen und sich mit dem versöhnt. Heute strahlt er wie die Sonne und ruft, das Leben ist schön. Und heute sitze ich hier bei ihm und assistiere und beobachte ihn beim ständig neuen Erreichen selbstgesteckter Ziele. Und das gelingt ihm gut, er schöpft immer neuen Mut, er verarbeitet die Wut, es läuft voran wie ein Loop. Er kann wieder Fahrrad fahren, lachen, laufen und lieben, paffen, saufen und siegen, alles auf die Reihe kriegen. Er steht in der Crowd bei Konzerten, der Mann mit dem eisernen Willen, mit dem man herrlich diskutieren kann, beim gepflegten Chill. Enttäusch, endlos Respekt, jetzt Beispiel für die anderen, bald kannst du wieder rennen und sagst dann Standard. Und er sagt danke an die Familie, insbesondere Mama und Papa. Und danke an meine besten Freunde Saskia, Ace und Sebastian. Und danke an Victor, Christiane, Caro, die mich 4 Tage die Woche lynchen. Diesen Lottogewinn würde ich nicht mal meinen größten Feinden wünschen. Er hat alles neu erlernt und sich an alles neu gewöhnt. Heute ist er stark wie ein Bär und ruft, das Leben ist schön. Er hat den Tod getroffen und sich mit dem versöhnt. Heute strahlt er wie die Sonne und ruft, das Leben ist schön. Er hat alles neu erlernt und sich an alles neu gewöhnt. Heute ist er stark wie ein Bär und ruft, das Leben ist schön. Er hat den Tod getroffen und sich mit dem versöhnt. Heute strahlt er wie die Sonne und ruft, das Leben ist schön.